Hallo, willkommen zurück. Das, schön, dass du hier eingeschaltet hast. Ja, das letzte Mal ist ein bisschen hakelig abgebrochen. Das liegt daran, dass das Aufnahmeprogramm abgeschmiert ist. Also wir kämpfen hier mit technischen Problemen. Ich habe Hey, jetzt... du! Oh. Okay. Ich habe Du jetzt... hast da drinnen nichts. Ja, es gibt von den Mods nochmal eine spezielle... ja, sagen wir mal... Einstellungsmöglichkeit. Ich habe jetzt die Helligkeit ein bisschen erhöht. Und es ist trotzdem noch sehr dunkel, also das wird sich auch nicht mehr legen. Ich muss jetzt mal laden, weil wir wollen ja auf jeden Fall die Kiste knacken. Und hier drin hat noch keiner gemerkt, dass wir dran stehen. So, und dann hoffe ich, dass es das jetzt klappt mit dem Aufnehmen. Weil das Spiel ist jetzt schon einmal abgeschmiert. Ich habe angefangen aufzunehmen und schmiert das Spiel ab. Weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht liegt das an dieser Kiste. Wir werden sehen. Rechts, links. Das habe ich noch gemerkt. Und dann nochmal links. Ja, und rechts? Nee, okay. Also rechts, links, links, links. Und dann müsste offen sein. Hoffen wir mal, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Rechts, links, links, links. Okay, wunderbar. Wir haben hier 23 Erzen, Brot und eine Pfanne. Die können wir auch noch verkloppen. 400 Goldstücke, also dafür. Ach nee, wir wollen ja eine Butlerhose. Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse Ja, poliert. nice. Stimmt, das war ja. Hey du, Das war ja das letzte Mal so die Idee, wir klauen uns lass erstmal mich hier vorbei. eine schöne Stange Geld zusammen. Und erstmal die Milch runterstellen. Mein Gott, ich sehe ja gar nicht. Das ist einfach. Das sind ja Zustände. So, hier können wir durchlaufen. Und wir müssen halt jetzt gucken. Hier waren wir schon, ja. Danke. Wir müssen uns jetzt halt. Was? Ah. Warte doch mal. Ich habe gehört, Hallo? du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Ah, cool. Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Okay. Oh, fuck. Er hat genug. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, schnell, schnell alles klauen, was er hat, scheißegal! Mein Gott! Eine Nagelkeule! Alter, das war ja jetzt echt krass. Also, ich habe das überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also, ich weiß, dass das passiert, aber irgendwie, keine Ahnung. Und, jetzt, dass ich den so gut gekriegt habe, muss schnell speichern. Kassala! Ja, das ist die Motivation aus dem Sumpf. Jetzt werden wir mal mit dem Hedrick reden. So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Du hast ja nicht mal eine Waffe. Na gut. Hey, lauf weg. Okay, das lief ganz gut und wir haben jetzt vielleicht sogar die Möglichkeit hier zu stehlen. Ne, hier ist keine Truhe drin. Na, danke. Hier rein. Ein Hey du. Aber eine Kiste. Wunderbar. Genau. Rechts, nochmal rechts. Ah. Rechts, links, links, rechts, links. Okay. Okay, keine Ahnung. Was habe ich jetzt? Rechts, links, links, rechts. Und dann ging dann rechts, links, links, rechts, nochmal rechts, nochmal rechts. Wunderbar. Guck, das lohnt sich. Ja, jetzt haben wir hier wieder der ganze Krempel. Oh, mal rüberschalten wieder. Der ganze Krempel da, der bringt dir auch noch Geld. Und halt natürlich 30 Erzbrocken. Ja. Würde davon ausgehen, dass es jetzt schon mit den ganzen Junkern, die wir noch so gefunden haben, könnte es gerade so ausreichen. Aber mal gucken, wie wir es sehen, wenn ich hier reingehe. Nö, die sitzen da am Feuer, unterhalten sich nett. Echt? Ach, schade. Ah, das ist so geil. Also, das ist, ja, hier. Wie gesagt, das ist Gothic. Also, ein Spiel, das so schwer ist, da, wie gesagt, da nehme ich keine Rücksicht auf Verlust. Links, links. Okay, jetzt mache ich rechts. Ah, okay, also dreimal, ich mache es viermal links. Also, dreimal links ist ja schon. Guck mal. Ach nein, die letzte ist rechts. Okay. Aber ich glaube, dann sind wir Butlerhosentechnisch dann schon ganz gut ausgerüstet. So,
Ja. 455. Na, wohl nochmal eine Truhe machen wir noch. Jetzt 455. Hey du, was hast du da drin getrieben? Nix. Ich hab nichts da drin gemacht. Wie oft hab ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Wäsche bist du dran. Okay. Ja. Ja, jetzt habe ich letztens gelesen unter den Videos. Jemand hat geschrieben, also der Farmelor. Vielleicht wäre es ganz gut, die Untertitel anzumachen. Hey du! Wenn sich hier mehrere Leute unterhalten, versteht man es vielleicht nicht so gut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe keine Lust, jetzt wieder anzumachen. Ich finde es so ganz gut. Und ja. So, wir sind jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben wir dem... Hey du, raus aus meiner Hütte! Ja, ich wollte nochmal gucken. Haben wir dem einen Butler eigentlich gesagt, dass sein Kumpel im Kumpflager, dass es ihm gut geht? Nicht. Wenn, dann müssen wir es auch noch machen. So, rechts. Ja, ich habe seit dem letzten Part hatte ich jetzt hier so ungefähr eine Woche mindestens Aufnahmepause. Hey du! Fuck. Sagt der Hey du. Weil ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr mit dem Aufnehmen so. Teilweise habe ich vorhin aufgenommen. Links. Rechts. Okay. Teilweise habe ich Folgen aufgenommen. Wo dann das Programm abgebrochen ist und so weiter. Okay, das sah nicht so gesund aus. Tja. Hallo? Bitte krieg dich wieder ein! Es ist, der Mod ist halt schon, also die Mods sind schon geil, aber ein bisschen buggy. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, das Laden funktioniert. Ja, wunderbar. Hey, du! Ja, das ist halt das, was ich euch gesagt habe. Genau das passiert dann manchmal und dann habe ich schon irgendwie einen Teil aufgenommen und muss dann nochmal anfangen und so. Deswegen habe ich mir einen zweiten Monitor zugelegt und da habe ich jetzt halt gesehen, dass die... Das geht nicht. Ach, Leute. Gut, das wird meine Aufgabe. Muss es immer... Ich lade es jetzt immer im Hintergrund mit F9. Dann hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, das ist was... Hey, du! Ja, ich gehe jetzt lieber raus. Das werde ich jetzt nach dieser Aufnahme checken. Ich werde nochmal einen Mod rausnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein paar Probleme macht. Und ja, muss ich halt sehen, dass ich das stabil hinkriege. Genau, und weil das manchmal passiert und ich dann halt viel Zeit verbrauche, ohne da irgendwas Produktives hinzukriegen, habe ich dann einfach gesagt, weißt du was, ich kaufe mir so einen zweiten Monitor, so einen kleinen. Dann habe ich mir schön auf eBay einen kleinen... gebrauchten Monitor gekauft und ist echt angenehm. Jetzt sehe ich nämlich immer, wie viel Zeit ist und wie lang die Aufnahme ist und ob die Aufnahme noch läuft und ob es irgendwelche Probleme gibt, weil früher zum Beispiel gab es Frame Drops, also Einbrüche. Das lag an meinen Einstellungen. Ich habe zu hohe Einstellungen gehabt und naja, das kann ich halt jetzt hier auf einen Blick sehen. So, jetzt verkaufen wir mal den Kram hier vom Tisch. Zeig mir deine Ware. Jawohl, zeig mir deine Ware. Verkaufen wir mal den Kram, den wir jetzt gefunden, oder, ja, den wir gefunden haben. Also ein paar Pannen können wir verkaufen. Ah komm, zwei Fackeln verkaufen. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Traumruf? Brauchen wir nicht. Ah ne, den muss ich hier noch probieren. Zurück. Was haben wir denn jetzt hier drin? 31, ja, das sind wir schon bei 80. Jetzt haben wir noch ein paar Waffen. Hier, diese Nagelkeule. Ja. Das sind wir 40, das sind wir bei 95. Ach, Alter. Mach mich nicht fertig, ey. Was bringt denn der? Der bringt nicht viel, bringt nicht genug. Okay. Jetzt hat der Fisk nicht mal Kohle, oder was? Nee. Aha, der hat noch nicht mal Kohle. Der 13. Bringt ja nichts. Okay. Ja, so ist das. Das ist Gothic. Das kann passieren. Dann holen wir uns wenigstens die Elf hier von ihm. Dann hin. Dann gucken wir mal der... Zeig mir deine Ware. Ach nee. So. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist Gothic, ne? Also da wird nicht gescherzt. Und stell hier rein.
manche lernen. Becher auf jeden Fall geklaut. Gut. Da ist auch eine Truhe. Solange ich damit nichts zu tun habe, das ist wirklich nicht mein Problem. So, links. Links. Rechts. Wahrscheinlich. Ach, machen wir jetzt mal. Links, links, rechts, links. Wegen dem einen Dietrich, ein paar Dietriche haben wir ja. So, jetzt haben wir auch genug Goldstücke. Was ist das hier? Gebratenes Fleisch. Ja, gut, das können wir ja auch noch. Also ich bin immer ein bisschen dagegen, die Lebensmittel zu verkaufen. Aber das hätte ich eigentlich machen sollen. Ja, das wäre jetzt, das, wie gesagt, das steckt nicht in meiner DNA drin. Ja, dass ich das verkaufe, dementsprechend mache ich es halt einfach nicht. Aber hätte ich ja einfach machen sollen. So, ja, was ist nicht, zwei gebratene Fleisch und das Thema ist erledigt. So, Fisk. Junge, wieso kann ich nicht... Hallo, hallo Fisk. Ja, da bist du. So. Ah, herrlich. Zeig mir eine Rüstung. Hast du eine Rüstung für mich? Hab ich jetzt nun, genug, ich bin oder? Sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Silbern. Scheiße, hab ich nicht... Ah, scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. Gib mir die Butlerhose. Komm wieder, wenn du genug Erz hast. Ah, scheiße. Das ist so typisch, Dan, ey. Alter Vater. So, tschüss. Die leichte Butlerhose will ich nicht. Dann gehen wir jetzt hier zum Hordrak oder wie der heißt, holen uns die leichte verkaufen unseren Kram. Mordak heißt er, glaube ich. Warten. Ah, eine Hütte. Hey du! Hallo. Da hast du nochmal Glück gehabt. Oh. Ich glaube, der hat eine Hütte. Hey du! Weißt du was, wir legen uns jetzt erstmal hin. Schlafen bis zum Morgen. Hey du! Raus aus meiner... So, es tut mir leid, falls ich manchmal die Nase ein bisschen ziehe. Ich habe wohl irgendwas chronisch mit meiner Nase. Ich muss da mal zum Arzt gehen. Denn ich bin nicht krank und die ist trotzdem so ein bisschen zu und... Zeig mir deine Ware. Ja. Such dir was aus. So. Hast du ein paar... Der hat nur 11 Erz. Was ist denn hier los? Aber na gut, wir könnten dann hier so ein paar Heiltränke... 11 Erz reichen, genau. Hier noch so ein Teller. So. Zack. Ich möchte 11 Erz von dir. Ja, hat er nicht. So. Nein, reichen nicht genau. Was labere ich denn? Also manchmal frage ich mich, was mit mir los ist. So. Na gut. Dass das jetzt auch so ein Akt wird. Aber das ist es halt bei Gothic, ja. Also es ist wirklich so. Das liegt jetzt nicht unbedingt alles nur an mir. Natürlich liegt es auch an mir, aber... Lass uns mal lieber was anderes nicht sagen. Das ist halt so ein Ding, ja. Man muss halt wirklich dann mit jedem Cent irgendwie klarkommen. So, also rechts. Mal rechts. Links. Okay. Und 5 Erz fehlen halt, ja. Und wenn ihr mal überlegt, bei anderen Spielen... rechts, 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 rechts. Bei anderen Spielen, und das ist das, was mich bei Gothic halt so reizt, kommt es gar nicht drauf an. Ja? Bei zum Beispiel einem Skyrim oder so, da kommt es am Anfang vielleicht so ein bisschen, aber es kommt nicht drauf an. Und diese Sachen, die man da so kaufen kann im Shop, in den seltensten Fällen kauft man die. Ja, oder bei Diablo oder sowas. Wann kauft man denn beim normalen Händler in Diablo irgendeinen Gegenstand? Das macht man nicht. Ja, und hier ist es halt wichtig, es ist überlebenswichtig, ja. So. Okay, jetzt habe ich aber genug, oder? Ja, 525. So, hier ist es überlebenswichtig, dass man die Dinge kauft. Die Rüstung kriegt man sowieso nur vom Händler. Und, aber, na gut, Waffen kann man auch finden. Aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt hier eine Waffe kriege. In irgendeinem Dungeon oder so, ja. Dass ich sage jetzt, oh, da liegt die und die. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Ja, das wird auch schön. Mich freuen. So, Butlerhose bitte. Gib mir die Butlerhose. Eine gute Wahl. So. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das, was ich anhab, zählt nicht als Rüstung, oder? Kann schon sein, aber wen interessiert. Das heißt also, wir haben nichts, was wir danach verkaufen können. Nee. So, jetzt haben wir eine Butlerhose an. Es ist unspektakulär, es ist halt einfach die Butlerhose, die der andere auch anhat. Aber wir machen, oder wir halten jetzt wesentlich mehr aus. Ach, der hat den verkauft auch. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Scheiße, er verkauft auch.
Ja, hier hat er, da hat sogar die Kohle. Was ist das denn hier? Karte von der Kolonie. Leider fehlt ein großes Gebiet. Aber das ist die Karte, die wir brauchen. Warum passiert sowas immer wieder? Das ist eine Karte der alten Mine. Die können wir verkaufen. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir sie noch. Also es wäre jetzt nicht wichtig. Aber es wäre schön. Ja, die kriegen wir. Kann schon sein, aber wen interessiert das? So. Okay, die Karte war jetzt nicht überlebenswichtig. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Normale Speicherung. Ja, ich, wie gesagt, ich muss hier viel speichern. Ihr wisst jetzt warum, ne? Hab's gesehen. So, das ist jetzt die Karte. Ja, es fehlt noch ein Gebiet da drauf. Aber das ist schon mal, damit kann man schon mal arbeiten, ja. Also wir haben jetzt die alte Mine im Nordosten so. Ich kann jetzt nicht drauf zeigen. Und wir haben das Sumpflager, das sehen wir ganz, müsste im Osten sein. Im Nordwesten ist die Mine, meine ich. Entschuldigung. Bisschen verpeilt, ja, so ist es halt. Naja. Gequatscht wird viel. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Butlerhose. Wir haben ein Schwert, was jetzt nicht verkehrt ist. Und wir machen uns jetzt nach 16 Minuten, es tut mir leid, Leute, auf den Weg. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Wir werden's mal gucken. Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Ja, das würde mich interessieren. Das würde mich interessieren. So. Okay, du hast ein Problem, das sagen du wir hast jetzt. Ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Wunderbar. Ja, das möchte ich nochmal kurz einen kurzen Recap machen. Der Taurus, das ist der Chef von den Gardisten. Der junge Mann, der hier vorne steht, das ist ein Schatten. Also die Schatten stehen unter den Gardisten. Die Schatten sind so ein bisschen die Scouts, ne? Also die leichte Vorhuttruppe. Dann gibt es die Gardisten in den fetten Rüstungen. Eben ist einer mit einer fetten Rüstung auch durchs Bild gelaufen. Das sind die Gardisten. Und der ist auch der Torwächter. Und der sagt, du kommst hier nur rein, wenn du uns hilfst. Und von dem haben wir den Auftrag, wir sollen den Mordrak verjagen. Ne? Also wir sollen ihn umbringen. Aber wir gucken, dass wir das anders regeln, weil er soll uns auch das neue Lager schmackhaft machen. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Für die Freiheit, das sind quasi die Schotten unter den Lagern. Also wie gesagt, ne, ganz komplett drei unterschiedliche Lager mit ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen und so weiter und Ausrichtungen. Also ist wirklich schön gemacht. Okay, und wenn ich mich anschließen will. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Nein, ich will nicht... Ich will dich nicht rausbringen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Und das Schöne ist ja dann, der Mordrak ist dann... können wir gerade mal das Fleisch abbraten, bevor wir immer mehr anhäufen. Der Mordrak ist ja dann auch aus dem Lager raus. Das war's schon. Okay. Und das ist das Wichtige. Also er ist aus dem Lager raus. Wir haben unseren Auftrag für Taurus erfüllt. War nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er ist raus. Ja? So, speichern wir schnell. Denn wir werden natürlich jetzt auch auf dem Weg dorthin alles sammeln, was wir finden. Ja, komm, auf geht's. Und werden natürlich auch Viecher killen, die quasi. Also er wird sie killen. Wo ist er denn? Hier rüber. Okay. Wunderbar. Ja, dann
wenn wir schon mal so einen starken Streiter haben, dann werden wir das auch nutzen. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass wir alle Wildnisfähigkeiten gelernt haben, werden wir dann auch richtig schön Geld haben danach. Also wenn uns Viecher begegnen, ich bin jetzt gerade, also ein paar Viecher werden uns begegnen, das weiß ich, aber ob das jetzt Viecher sind, die viel Geld bringen, weiß ich nicht, werden wir sehen. Und ja, das wird gut. Das wird gut. Ja, ich hatte ja heute gar nicht so Lust, irgendwas zu machen. Kennt ihr das? Ihr habt so einen Tag, wo ihr überhaupt keinen Bock habt. So, es ist egal was. Ist scheißegal. Ob Arbeit oder frei oder Film gucken oder spielen oder irgendwas für euren Pen-Paper-Kanal zu machen. Ich hatte auf nichts hatte ich Bock. Und jetzt habe ich gesagt, weißt du was, es ist egal. Du hast auf nichts Bock, jetzt nimmst du Gothic auf. Da das ist dann so ein bisschen wie Essen. Der Hunger kommt beim Essen, ja. Und es ist so. Ich habe Gothic gestartet, die Musik ging los am Anfang und sofort war ich im Modus. Habe ich den jetzt mit einem Schlag getötet oder hat der andere Gas gegeben? Weiß nicht. Na gut, wir gucken mal auf die Karte. Oh ja, jetzt funktioniert es auch mit M. Das neue Lager müsste... Ist das im Westen, ganz im Westen da? Das ist ganz furchtbar. Das neue Lager, komme ich immer durcheinander. So, hier haben wir jetzt ein... Okay, was war das? Das war ein Goblin oder sowas? Rostiges Schwert. Oh ja, wieder 60 Erfahrungspunkte, das läuft. Die Goblins haben hier nichts einstecken. Die haben meistens nur ihre Waffe quasi als Loot. Das ist lustig. Ihr könnt es vielleicht nicht hören. Mein einer Kater, der Mickey, der Kiki, der ist ein bisschen am Durchdrehen gewesen. Der hat mich echt genervt eben. Ich weiß nicht, was er wollte. Wir haben uns mehrfach unterhalten. Er hat nicht gesagt, was er will. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Kiki, du nervst mich heute. Und ich habe zum ersten Mal, seit ich die Katzen seit über 3 Jahren habe ich den rausgeschmissen und der versucht jetzt gerade die Tür reinzukommen. Das ist ihm ungewohnt. So, jetzt haben wir hier diesen jungen Mann stillen. Er ist auf jeden Fall vom alten Lager, heißt Kavalon. Und ich glaube, dass er uns was beibringen kann, was wir brauchen. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Oh ja. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So schleichen. So, das ist was wir lernen müssen? Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Ja, aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage und vor allem, lass dich nie erwischen. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die Lernpunkte... Also, es hat jetzt auch kein Geld gekostet, das ist schon mal super. Jetzt haben wir noch 16 Lernpunkte, aber wir steigen bald auf. Nee, ich habe jetzt kurz überlegt, Bogen zu lernen. Das machen wir vielleicht später nochmal, aber jetzt erstmal nicht. Weil wie gesagt, am Anfang muss man echt haushalten mit seiner Kohle und mit seinen Erfahrungspunkten und Lernpunkten. Okay. Hier hinten sind Roadhogs, hätte ich fast gesagt, wie bei Overwatch. Aber hier sind No Rats. Und die haben wir jetzt auch mittlerweile ganz gut im Griff. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Angst, weil ja jetzt diese formschöne Butlerhose trage. Okay, das ist ein bisschen blöd an dem Mod, dass hier in der Höhle so viel Gras dann wächst, aber gut. Und hier ist eine Tür. Machen wir die auf? Hier passiert nichts.
Was? Zum Lockpicken? Okay. Ich hätte gar nicht drüber nachgedacht. Rechts? Links? Nö. Geht beides nicht. Okay. Wir haben aber noch genug Dietriche. Laden wir jetzt nicht nochmal neu. Oder ich habe genug. Nee, habe ich nicht. Doch, zwei habe ich noch. Okay. Also kann ich ja schon mal verraten. Wie gesagt, wir kommen jetzt ins neue Lager und da sind sehr kriminelle Gestalten unterwegs. Und ich gehe davon aus, dass wir da auch ein paar Dietriche bekommen, wenn wir da ein bisschen plündern. Also das würde ich jetzt mal so schätzen. Ich bin mir nicht sicher, wirklich nicht, aber ich denke schon. Stufe aufgestiegen. Wunderbar. Fleisch gibt's. So, was gibt's hier drüben? Das erschwert wirklich dieses Erforschen, weil wir halt jetzt durch das Gras viele Dinge nicht sofort sehen. Gehen wir mal hier hoch. Mich mal interessieren. Ich sehe die Kanten dann auch nicht. Das ist ein bisschen. Warte mal so. Der muss die Kante angucken. Also ich muss Taste drücken und dann guckt er die Kante an. Will nicht. Will nicht, die ist ihm zu schief. Keine Ahnung. Okay. Gehen wir weiter. Weil bis jetzt haben wir auch noch keine Viecher, die jetzt groß Geld bringen, gefangen. Sehr schön. Danke. 100 wieder. Und Leute, es ist wirklich so. Also bei vielen Spielen, ist es so, das nervt mich halt, dieses Einsammeln von Gegenständen und so, weil es halt so beliebig ist auch. Und hier ist noch eine Höhle. Und hier ist jetzt kein Gras am Boden, weil das keine Gras... Ah, ich verstehe. Diese Gras-Mod, die macht nur Gras-Mod macht halt nur auf Erde Gras. Also es ist dann quasi ein... Wer ist das denn? Der unsichtbare Morad! Ihr habt nichts gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist quasi ein Bodenbelag, also eine Textur als Erde definiert. Und überall wo Erde ist, da darf dann auch Gras drauf sein. Also soweit ich weiß, ist das auch nicht per Hand gesetzt. So, verwitterte Axt haben wir. Nachtschatten. Ja. Okay. Das ist halt das Schöne. Also ihr findet eigentlich immer irgendwelche Kleinigkeiten in Gothic und an jeder Ecke. Und die haben halt auch wirklich Bedeutung, ja. Für mich ist diese Axt wichtig. Die ist jetzt scheiße, aber die bringt halt ein bisschen Erz. Und ich brauche jeden Cent. Ihr merkt es. Wir haben jetzt noch nicht mal angefangen mit Leveln. Also wir haben noch keine Waffe irgendwie gelernt. Und haben trotzdem schon unser Geld rausgehauen. So, jetzt sind Wölfe da. Das ist gut. Yes. Wölfe bringen schöne Erfahrungspunkte. Kommen im Rudel. Das ist ganz... Ach nee. Das hat der Typ da hinten. Das ist ein Jäger vom neuen Lager. Hat mir den Wolf hier weggeschossen. Hätte... Also, wer das der Mordrag gemacht hätte... Naja. Hätten wir die 90 bekommen. Erfahrung. Aber wir nehmen das Fell und alles an uns. Wunderbar. Mordrag, weiter geht's. Aber ich könnte mit dem nochmal reden. Wenn wir schon hier vorbei sind. Ehrlich gesagt gefällt mir hier das Jagdlager vom neuen Lager wesentlich besser. Oh, ich kann mal klauen. Das will ich nicht. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ja, das kann ich ja. Das haben wir zum Glück schon gelernt. Jetzt haben wir hier eine Kiste. Ich weiß nicht, wem diese Kiste gehört. Dann wollen wir mal ausprobieren, ob wir die stehlen können. Rechts. Oh ne, die ist offen. Das dachte jetzt gerade, warum geht's nicht, ja, weil die offen ist. Oh, hier ist ein Heilungszauber drin. Ich glaube, dass Heilungszauber nicht zur Magie des Schläfers gehören. Denn wir haben noch Aufträge im Sumpflager, dass wir die Magie des Schläfers wirken sollen. Um halt einem Guru uns gefällig zu sein, also dass der halt mit uns spricht. Sprich, Erfahrungspunkte.
die Möglichkeit, auch Dinge zu kaufen, verkaufen. Weil im Moment können wir da recht wenig. Also wenn der Krautverkäufer da leer ist, ist fast nichts mehr. Aber wir merken schon, dass hier ist ein ganz anderes Gebiet. Ja, also hier sind jetzt keine Wölfe oder sowas oder auch keine Warane, jedenfalls noch nicht. Aber diese Goblins halt, ja. Ach ja, kleiner Kiki. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Okay, Leute, wir machen hier an der Stelle einen Break, weil die Katze mir gerade die Tür abbeizt. Ich speichere und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir das neue Lager erkunden. Wir haben in dieser Folge eigentlich nur ein paar Hütten leergeräumt. Wir haben endlich die neue wunderbare Hose, die uns jetzt schon geholfen hat. Wir verlieren jetzt kaum noch Energie. Hier drüben die Scavenger werden wir noch alle abräumen in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß ein wenig und seid auch wieder dabei in der nächsten Folge bei mir mit Gothic. Und lasst mir gerne ein Abo da. Dann, ja, viel Spaß und haut rein. Ciao, ciao.